Du hast mir gesagt, ich soll auch über mich ein wenig erzählen. Dann stelle ich mich erstmal nochmal selber vor. Mein Name ist Jörg Lippmeier. Ich bin 96 Jahre alt. Meine Hobbys sind Schach und Tennis und ich wünsche mir alte Kameraden. Das ist der Spruch, mit dem ich mich bei Redaktionsfrühstück immer vorstelle. Da gucken Sie mal alle doof, was ist das denn für eine Pfeife? Also ich bin 70 Jahre alt, Schach spiele ich nicht mehr, Tennis schon mal überhaupt nicht mehr. Ich bin ein echter Couch-Potato und beschäftige mich, wie man hier sieht, hauptsächlich mit der Malerei. Das mache ich jetzt seit 40, 50 Jahren ungefähr. Ich bin ehemals Grafikdesigner gewesen. Gebrauchsgrafik habe ich gemacht. Ich habe nicht studiert. Ich habe in der kleinen Werbeagentur Rupio, übrigens ein Wanne-Eickler-Typ, bei dem habe ich in Dortmund das gelernt, das Handwerk gelernt, das Grafiker. Und seinerzeit konnte man sich noch selbstständig machen und beim Regierungspräsidenten in Arnsberg konnte man sich eintragen lassen und da habe ich auch mein Diplom gekriegt, dann nachdem ich da meine Arbeiten vorgezeigt habe und so weiter. Und habe mich dann auch selbstständig gemacht als Grafikdesigner und habe das ein paar Jahre, Jahrzehnte betrieben. Und habe dann beschlossen, Ende der 80er Jahre nicht mehr das zu malen, was andere Leute von mir wollen, sondern nur noch das zu malen, was ich selber im Kopf habe. Und da kann man jetzt hier so einiges von sehen. Wir sind hier im Moment in der Schwarzkaue. Da sind Arbeiten aus den letzten circa 20 Jahren. Ja, sogar das eine ist sehr alt. Das habe ich mal irgendwann vergessen, neu wieder aufgezogen und präsentiere das hier heute. Aber die meisten sind so 20 Jahre alt. Es sind immer Beispiele von Serien, die ich gemacht habe, die hier hängen. Das ist in der Schwarzkaue. Und nebenan in der Weißkaue sind dann die Arbeiten aus den letzten 2 Jahren. Ganz aktuelle Arbeiten, die ich da aufgehängt habe. Hier Falko Herlemann und mein Freund Hans-Jürgen Jaworski, ehemals Pfarrer und Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche, ganz toller Typ, die nennen mich immer den bunten Mann aus Unser Fritz. Und Jaworski hat auch den Begriff Pottart. Lippmeier macht Pottart, nicht Popart, sondern Pottart. Weil Lippmeier sieht da Farbe, auch in den 60er, 70er Jahren, wo selbst das Grün zwischen den Bordsteinplatten Schwierigkeiten hatte, nicht grau zu werden. Da hat Lippmeier es schon grün gesehen. Und seitdem versuche ich mit dem, was ich mache, mit Form, mit Farbe, mit der ganzen Buntheit, die ich so versuche auf Leinwand zu bringen, auch so ein bisschen die Welt ein bisschen bunter und besser zu machen. Das sind meine Vorlieben und mein Anliegen und teilweise, das sieht man hier natürlich auch, kommt der, wie Volker Eichner oftmals sagt, dann kommt der politische Lippmeier durch. Ne? Wenn ich also gegen Donald Trump schimpfe und gegen die Arschlöcher der Welt und so weiter, dann kommt auch der politische Lippmeier durch und nicht nur der bunte. Also wir sind hier an der Künstlerzeche in Unser Fritz. Die Ausstellung fängt an jetzt am Samstag, den 28. um 17 Uhr. Und dann wird jeden Mittwoch, jeden Samstag und jeden Sonntag wird die Ausstellung offen sein. Ich werde an jedem Tag da sein. Ich fühle mich recht wohl in der Gesellschaft meiner Bilder und vor allen Dingen hier die wirklich tolle Atmosphäre in der Weißkaue nebenan inspiriert mich dazu. Vielleicht male ich hier auch noch das eine oder andere Bild auf dem Knie. Danke, Roland. Gut, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Gesundheit, ganz wichtig. Wir sind ja in einem Alter, wo wir uns darüber schon mal Gedanken machen müssen, ob wir noch gerade unsere Bilder malen können. Und ja, viel Erfolg für deine Ausstellung. Vielen Dank.